Herr Vizepräsident, meine Damen und Herren, man muss sich verwundert die Augen reiben, wenn man den Antrag der Linken betrachtet, der offenbar eine Reaktion auf unsere Initiative zur Heizkostenverordnung in der Plenardebatte im Februar darstellt. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Funke unserer Vernunft scheint übergesprungen zu sein, und das ist in der Tat erfreulich. Nun, es wird erwartet, dass diese Einsicht auch zur Zustimmung unseres Entschließungsantrages führt. Und darauf, meine Damen und Herren, bin ich tatsächlich sehr gespannt. Frau Vandré, Ihr Angriff auf die großen Wohnungsunternehmen, den Sie Profitgier und Intransparenz vorwerfen, lässt tief blicken. Sie scheren mit einem breiten Pinsel alle über einen Kamm, ohne zu differenzieren. Dabei vergessen Sie, dass auch kommunale Wohnungsunternehmen in Ihrem Rundumschlag mit erfasst werden. Bei den Zahlen, die Sie anführen, fragt man sich, ob hier nicht der Wunsch der Vater des Gedankens war. Ihrer Logik folgend wären viele kommunale Wohnungsunternehmen als groß einzustufen. Doch bei näherer Betrachtung entpuppt sich das als ein weiteres Beispiel für die selektive Wahrnehmung der Linken. Was mich ebenso fasziniert, ist Ihr Hinweis auf die Probleme von kleinen Ortschaften wie Neusiedin. Sie erkennen richtig, dass die Probleme unabhängig vom Vermieter bestehen. Doch warum? Warum bestehen diese Herausforderungen und Probleme? Weil der wahre Verursacher der explodierenden Kosten der Staat selbst ist, mit seinen rot-grün getriebenen weltfremden Energiepolitik. Es ist die Flut an ideologisch motivierten Abgaben, der Ausstieg aus bewährten Energiequellen und der Kauf überteuerten Gases, die Bürger belastet. Die unfaire Heizkostenverteilung, die wir bereits diskutiert haben im letzten Plenum, ich habe es gerade angesprochen, ist nur ein Symptom einer viel größeren Misere. Eine Misere, die unter der grünen-roten Flagge weiter Fahrt aufnimmt. Was wir erleben, meine Damen und Herren, ist erst der Anfang eines teuren Irrweges. Daher ist es unabdingbar, diesen Kurs zu korrigieren. Das Volk verlangt nach einer Politik, die sich an ihren Bedürfnissen orientiert, nicht an ideologischen Luftschlössern. Und Ihre Forderung zu einem Härtefallfonds, wie es ihn bis Ende 2023 gegeben hat, den könnte man durchaus diskutieren. Ja, wenn man damit die Ursachen bekämpfen könnte und nicht nur die Symptome. Sie wollen Schulden aufnehmen, einen Härtefallfonds aufmachen, wo natürlich die Bürger wieder mehr belastet werden durch Steuerabgaben, und dann wollen Sie wie eine Gießkanne so ein bisschen kleine Zuschüsse verteilen. Das ist nicht die Problemlösung, die wir benötigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann gehört auch noch dazu, dass das MSGIF vielleicht damit anfangen könnte, mal Ihre Internetseite zu aktualisieren, denn dort steht unter dem Härtefallfonds, steht es noch immer so geschrieben, als ob es diesen immer noch gibt, und wenn man auf den Link klickt, dann kommt man auf eine Internetseite, wo man feststellt, oh, 404 Fehlermeldung. Vielleicht sollten Sie da mal korrigieren und die Menschen nicht ein bisschen so in den Irrweg führen, sondern für eine klare Aussage auf Ihrer Internetseite sorgen. Das ist aus meiner Sicht auch ein Stück weit befremdlich, um hier für Transparenz zu sorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die Forderung nach mehr Mittel für die Verbraucherzentrale, die Sie auch gerade angesprochen haben, Frau Vandré, erscheint mir rätselhaft. Angesichts der bereits erfolgten Aufstockung der zentralisierten Beratungsangebote. Frau Mittelstädt hat es gerade gesagt, im aktuellen Haushalt 2023/2024 wurden die Mittel bereits um 300.000 Euro auf 2,6 Millionen Euro pro Jahr erhöht. Und gleichzeitig wird die Prüfung von Heizkostenabrechnungen ausschließlich in Potsdam angeboten und darüber noch lediglich telefonisch. Herzlichen Glückwunsch für 300.000 Euro mehr und 2,6 Millionen Euro für das ganze Land Brandenburg. Ich frage mich außerdem an dieser Stelle ernsthaft, womit bei Anerkennung der weiteren Beratungsangebote die aktuell 62 Mitarbeiter tatsächlich beschäftigt sind. Alles in allem scheint der Antrag der Linken an den eigentlichen Bedürfnissen der Menschen vorbeizugehen und verfängt sich in Forderungen, die entweder schon erfüllt sind oder ins Leere laufen. Aus diesen Gründen lehnen wir diesen Antrag in seiner jetzigen Form ab. Es ist Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, für pragmatische Lösungen, die den Bürger nicht belasten, sondern entlasten. Und das, meine sehr geehrten Brandenburger, gibt es nur mit der Alternative für Deutschland. Herzlichen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.